Fliegerübung, die kräftigt ganz schön die Rückenstreckmuskeln. Man liegt quasi schräg wie ein Brett auf dem Petsyball, drückt das Becken dagegen, richtet die Schultern auf und wichtig ist auch, dass die Daumen nach außen zeigen. Dadurch haben wir noch mehr Aufrichtung auch im Rücken. Genau, das halten wir einfach 10 Sekunden etwa. Und jetzt gibt es ein paar Varianten, zum Beispiel die Schwimmübung. Das heißt, wir fangen in der Position an, Brustschwimmbewegungen zu machen. Blick ist nach unten gerichtet und dann machen wir so langsame, kraftvolle Züge, auch so 10 Stück, und das kräftigt alles wunderbar die Rückenstreckmuskulatur. Das ist die Stützübung, stabilisiert sehr gut den ganzen Körper. Das heißt, mit angewinkelten Ellbogen liegt man auf dem Ball, hält die Spannung, muss sehr viel auch im Hüftbereich, Rücken stabilisieren und am besten so 10 Sekunden. Jetzt kommt eine schöne Bauchübung mit dem Petsyball. Dafür klemmen wir einfach den dicken Petsyball zwischen die Unterschenkel und heben den Ball an. Und jetzt kommt der Oberkörper dazu. Wir gehen hoch Richtung Ball mit den Händen, als ob wir uns da hochziehen würden. Atmen aus dabei und einatmen wieder runter. Und wenn man den Ball schön zusammendrückt, kräftigt es gleichzeitig noch die Adduktoren, also die Beininnenseite. Und auch so 10, 12 Mal zum Einstieg. 3 Durchgänge sollten erstmal reichen. Jetzt gehen wir in die Brücke auf dem Petsyball, das heißt Rücklage, den Ball möglichst weit unter die Füße schieben und dann das Becken hoch. Soweit es geht, so hoch es geht, die Hüfte halten, Spannung halten, kräftigt Gesäßmuskulatur, auch den unteren Rücken ein Stück weit stabilisiert. Und man kann das einfach so halten oder jetzt als Variation die gestreckten Beine im Wechsel Richtung Decke heben. Genau, da muss man dann noch mehr stabilisieren im unteren Rücken vor allem. Empfiehlt sich nicht so, wenn man akut Rückenschmerzen hat, aber ist ansonsten eine ganz gute Übung, wenn man einen gesunden Rücken hat. Sehr gut. Und die andere Variante ist, wir haben den Po oben und ziehen jetzt den Ball Richtung Rücken nach hinten. Das heißt, wir beugen die Beine an und gehen dann wieder in die Streckung nach unten. Das ist relativ anstrengend und deswegen reichen da so 3 Mal zum Einstieg. Vielleicht 3, 4 Durchgänge und dann reicht es fürs erste Mal. Und dann den Po wieder runternehmen und kurz entspannen. Man kann auch schöne Kniebeugen machen mit Petsyball. Dafür nimmt man den Petsyball einfach zwischen Wand und Rücken, so im Lendenbereich, kann sich schön dagegen anlehnen und dann Kniebeugen machen. Auf jeden Fall bis 90 Grad nur gehen, gucken, dass die Fußspitzen so ein bisschen nach außen zeigen und dann vielleicht zum Einstieg 3x10, 3x15, je nachdem, wie gut es klappt. Man kann sich auf dem Petsyball auch so richtig schön ausdehnen. Dafür setzen wir uns erstmal auf den Ball und dann lassen wir uns nach hinten gleiten und lassen den Kopf nach hinten hängen, nehmen die Arme mit dazu und nutzen einfach die Rundung des Petsyballs, um uns so richtig nach hinten schön auszustrecken. Wichtig ist, Füße sind breit, dass man schöne Stabilität hat. Und dann kann man da einfach mal so 1, 2, 3 Minütchen liegen und sich aufdehnen, dabei schön tief atmen. Und das ist meistens recht angenehm.